30 Jahre lang herrschte Krieg in einem Gebiet, in dem das heutige Deutschland und Österreich liegen. Es bestand damals aus vielen kleinen Ländern, die jeweils von Fürsten regiert wurden. Diese Länder wurden seit 936 nach Christus unter dem Begriff Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation zusammengefasst. Es wurde die meiste Zeit von einem Kaiser regiert. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges waren das nacheinander die Kaiser Matthias, Ferdinand II. Und Ferdinand III. Seit 1438 kamen die Kaiser aus der Familie der Habsburger.